ist nicht das, wonach es aussieht, Leute. Nein, 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 es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich wollte hier nur mal kurz ein bisschen gucken, wie das... Oh, ich wollte nur mal ein kleines bisschen hier schauen, wie das Ganze hier nochmal so funktioniert. Ich wollte hier nicht irgendwie mein Geld verspielen oder sowas der Art. Nein, nee, 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 Quatsch. Ah, okay, ihr habt mich erwischt, Leute. Doch, ich wollte wieder spielen, Leute. Ich bin süchtig. Es tut mir leid. Ich kann nichts dafür, aber dieser Automat hier, das macht so mega Spaß, Leute. Ich muss es wirklich lassen. Ich glaube, ich habe ein kleines Spielproblem oder sowas der Art. Naja, wie dem auch sei, Leute, einen wunderschönen guten Tag und willkommen heute wieder zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Dragon. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, liebe Leute. Und ich hoffe mal, euch da draußen geht's supidubi gut. Ich für meinen Teil, mir geht's sehr gut, nur ich bin irgendwie ein bisschen süchtig nach dem Spiel hier und ich habe jetzt alles verloren, Leute. Ich habe jetzt meine letzten sechs Dingens hier, meine letzten sechs Iron reingeworfen und habe jetzt sechs Dirt damit gewonnen. Sehr, sehr toll, Leute. Deswegen, wir müssen es lassen. Ich verliere mein ganzes Eisen. Roman, ich verfluche dich dafür, dass du mir das angetan hast. Wie sieht's eigentlich bei Roman aus zur Zeit? Ich werde schon seit einer bisschen längerer Zeit gar nicht mehr bei Roman, liebe Leute. So, aber wie dem auch sei, Leute, Gamescom ist vorbei. Mega, mega cool, auf jeden Fall. Dankeschön an jeden, der da war, der hier, der sich hier extra ganz, ganz lange angestellt hat und hat nach einem Autogramm gewartet. Alter, hier lädt die Welt schon wieder nicht. Warum lädt die Welt nicht? Hallo, die Welt lädt nicht. Auf jeden Fall ist die Gamescom jetzt vorbei, meine Damen und Herren. Ja, und ich muss wirklich sagen, ich fand es mega, mega cool, da mal ganz, ganz viele Zuschauer zu treffen und sowas. Ja, und ich habe auch so viele Bilder gemacht, wie es ging. Ich habe auch so viele Autogrammkarten gegeben, wie ich nur konnte, Leute. Ich habe so viele dabei gehabt. Ich glaube, ich habe insgesamt irgendwie 1000 Autogrammkarten dabei gehabt und die sind alle weg. Es sind einfach alle komplett wegschnabuliert worden von euch, ja. Und für die Leute, die jetzt kein Bild oder kein Autogramm bekommen haben, Leute, es tut mir leid, ja, weil es gibt auch 1-2 Leute oder, was heißt 1-2 Leute? Es gibt 1-200 Leute, die gesagt haben, yo, Lars, wo bist du denn eigentlich bis heute da? Weil ich war nämlich nur Mittwoch und Samstag auf der Gamescom, Leute, und deswegen gab es da so einige Leute, die gemeint haben, so, ja, ich habe dich jetzt nicht getroffen und sowas, warum nicht? Wo warst du denn? Es ist voll doof, ich bin jetzt extra wegen dir hierher gefahren und so weiter und so fort, Leute. Es tut mir wirklich leid, wenn ihr mich da jetzt nicht angetroffen, wenn ihr mich da jetzt nicht antreffen konntet, ne, aber, ja, wie dem auch sei. Warum kann ich nicht... Hä, wieso kann ich denn jetzt nicht mehr meine Kamera wechseln? Ich möchte... So, genau. Es hat irgendwie ein bisschen rumgebackt. Was ist hier überhaupt los? Schöne Mauer. Okay, ich glaube... Hä? Arazul-HD? Moment, hat dem jetzt da jemand einen Streich gespielt oder was? Oder ist es jetzt so mit Absicht so? Die Welt lädt schon wieder nicht. Kann man nicht irgendwie hier den hier machen? Oh, ja, okay, hier laden die Chunks dann ein bisschen besser. Und sobald man in Roman seine Nähe kommt, fängt es natürlich dann auch. Also ich muss wirklich sagen, Roman hat hier echt ganz schön viel verändert. Ich war jetzt schon seit einer etwas längeren Zeit nicht mehr hier und es meinten ganz, ganz viele Leute, yo, Lars, guck doch mal bei Roman vorbei, was der so in der letzten Zeit gemacht hat. Ich muss wirklich sagen, der hat ganz schön viel hier verändert. Also es wird immer größer, was er hier gemacht hat, ne? Ich guck mal, wie viel Chunks der hier geclaimt hat. Also er hat auch schon einen riesen Stückchen hier geclaimt. Hier hat er eine 6er-Reihe, hier 5, also er hat insgesamt 30 Chunks schon geclaimt, also hat er auch die Quest jetzt hier schon abgeschlossen, weil es gibt ja nämlich hier eine Quest, die sagt irgendwie, besitze 30 Chunks, genau, und die hat auch Roman jetzt hier schon erledigt. Baue ein Haus, die Statue im Zentrum hat er jetzt noch nicht gemacht. Ich auch noch nicht. Ich weiß noch nicht, wer das gemacht hat. Ich glaube, noch gar keiner hat irgendwie im Zentrum irgendwas anderes gebaut oder sowas in der Art. Aber okay, mal ganz interessant zu schauen, was Roman hier so fabriziert in der letzten Zeit, weil ich habe auch schon etwas längere Zeit nichts mehr hier von ihm gehört, weil Roman hält sich irgendwie ein bisschen so im Hintergrund, muss ich sagen, weil der Flo, der ist so ein bisschen derjenige, der hier ein bisschen Quatsch macht in der letzten Zeit. Nein, wie dem auch sei, ich könnte jetzt eigentlich mal kurz sagen, bei Flo vorbeischauen. Was ist denn das? LOL? Es ist nicht Dings, der Leonardo DiCaprio, ist es nicht? Nee, das ist, doch, ich glaube schon, das ist Leonardo DiCaprio mit einem Dr. Auge-T-Shirt, dann haben wir hier Obama mit einem, das ist einfach Gurke-T-Shirt, mega lustig irgendwie, das PewDiePie mit so einem Dingsbums-T-Shirt von Roman, The Rock auch, alter Freund, hier, es ist ja, okay, okay, ich sag jetzt auch nichts dazu, es sieht mega lustig aus, wenn da so große, bekannte Leute sind, die irgendwie Dings haben, die Sachen, den Merch von Roman an, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Idee, ich werde jetzt mal kurz zu Flo fliegen. Ist euch mal aufgefallen, Leute, wirklich, wenn man zu Flo oder zu Roman fliegt, da ist es irgendwie immer so, dass es richtig hardcore anfängt zu laggen oder wenn man vorne in die Mitte fliegt oder sowas, da ist es immer richtig, richtig eklig mit den ganzen Lags, aber bei mir nicht natürlich, ja. Deswegen würde ich sagen, wir schauen nur noch die Minecraft Dragon Folgen bei mir, weil es bei mir einfach überhaupt nicht anfängt zu laggen, wenn man sobald in die Nähe von mir irgendwie kommt. Alter, hallo, es laggt. Okay, dankeschön, ja, sehr gut. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Es ist voll schlimm, wenn man, sobald man wirklich nur so ein klitzkleines bisschen in die Nähe von den beiden kommt, fängt es direkt schon an, hardcore zu laggen. Also hier ist Flo's Team. Wie viel Chunks hat eigentlich Flo mittlerweile geclaimed? Weil ich muss mich mal wirklich ein bisschen da informieren. Oh, yo. Ich muss mich mal... Upsala, das wollte ich nicht, Leute. Ich wollte mich mal ein bisschen informieren, wie das Ganze bei denen so aussieht. Also Flo hat auf jeden Fall schon eine ganz schöne Menge geclaimed. Ich weiß auch gar nicht, wie der das macht. Der wirklich, sobald er irgendwie sich einen Chunk claimen kann, dann geht er in die Mitte und holt sich direkt schon einen Chunk und claimt den dann auch. Ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich muss mir jetzt erst nochmal hochrechnen, wie viele Chunks ich denn claimen kann und so weiter und so fort. Was ist hier so?
Hä, was ist das? Ach so, das ist Roman seine Lavamauer oder sowas in der Art. Okay, ganz interessant, mal zu schauen. Das ist hier der Weg von Roman. Dann geht's hier in die Mitte. Hier ist die Mitte mit den Köpfen. Hier geht's dann wieder zu Flo zurück. Und hier geht's dann zu mir. Aber soweit ich weiß, kann Flo nicht alles bei mir nachgucken, oder? Ich weiß es nicht. Kann man das so richtig bei mir nachschauen? Hier, doch. Also hier ist dann so mein Haus. Dann ist hier so die ganzen fliegenden Inseln und so weiter und so fort. Ah! Oh mein Gott! Oh, lol. Okay, mit dir will ich mich jetzt nicht anlegen. Tschüssikowski. Tschüss, 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 tschüss. Also so wie es beim Flo im Haus ausgesehen hat, hat sich da jetzt nicht wirklich viel Großartiges verändert. Aber die Brücke hier ist fertig, ne? Die habe ich auch noch nicht gesehen, Leute. Die habe ich mir auch noch nicht richtig angeguckt. Ich war jetzt auch schon seit einer bisschen längeren Zeit hier nicht mehr bei Flo. Theoretischerweise, wenn uns Flo mal ärgern sollte, könnten wir eigentlich diese riesengroße Brücke hier irgendwie ein bisschen schädigen oder sowas. Oder mal da so 1, 2 Blöcke mitnehmen. Wie lange habe ich denn bitte Poison? Hallo, kann mir jemand das Poison wieder wegnehmen? Vielen Dank, das wäre sehr, sehr nett. Also hier ist auf jeden Fall die ganze Brücke nicht richtig geklemmt. Also da könnte man auf jeden Fall mal schauen, wenn man Flo irgendwie was Böses tun will, wenn er irgendwas Böses gemacht hat, natürlich nur. Da könnte man sich auf jeden Fall mal da ein bisschen rächen, Leute. Weil ich glaube, das wäre schon heftig, wenn die Brücke halt kaputt gehen würde. Naja, wie dem auch sei, wir können jetzt eigentlich theoretischerweise zu mir wieder zurückgehen, Leute, weil dort ist nämlich das Wichtigste, was auf uns wartet. Nämlich, Leute, ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, wer die letzte Folge gesehen hat, Paul ist ja jetzt schon seit einer bisschen längeren Zeit einfach weg, ja. Paul ist ja irgendwie, ich weiß nicht, Paul war da, dann habe ich mit Paul eine Folge gemacht und dann war Paul auf einmal einfach verschwunden. Und ich habe in meinem Haus einen Brief oder einen Zettel gefunden, wo drauf steht Hilfe. Und der war von Paul. Also ich weiß nicht, ob Paul jetzt irgendwie entführt wurde oder ob Paul irgendwie unterwegs ist und versucht, seine Evolution herauszubekommen, weil Paul hat sich halt immer noch nicht irgendwie evolutioniert. Heißt es so? Ich weiß es nicht, Leute. Also die Spezialattacke von Paul ist ja irgendwie, dass er Potions werfen kann und da haben auch sehr, sehr viele Leute spekuliert und meinten so, ja, vielleicht ist ja Paul ein Hexerbesen oder sowas in der Art, vielleicht ist ja Paul ein Magierbesen, keine Ahnung was. Alter, ich will eigentlich hier nur mein Brot essen. Und deswegen kann er halt die Potions werfen oder sonstiges, Leute, und ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen, weil Paul hat bis jetzt noch nicht seine Evolution irgendwie preisgegeben oder wir haben bis jetzt noch gar nichts irgendwie herausfinden können oder nix. Aber ich hoffe mal, dass es in der nächsten Zeit endlich mal passiert, weil Paul ist jetzt schon das zweite Mal, glaube ich, einfach verschwunden. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich von selbst freiwillig gegangen ist oder ob er irgendwie entführt wurde oder sonstiges, weil es haben auch einige Leute spekuliert, dass er irgendwie entführt wurde oder sowas, ja. Und das wäre halt nicht so cool, wenn er einfach entführt worden wäre. Gut, so viel dazu. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall diese ganzen Bäume in der letzten Folge gepflanzt, hier diese Golden Apple Bäume, weil ich in der Hoffnung bin, dass hier vielleicht ein paar coole Golden Apple Bäume irgendwie dann wachsen oder sowas in der Art. Und hier sind, ich glaube, es sind sogar alle drei gewachsen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Warte, ich schau mal gerade nach. Erstmal hier den Slime töten und hier den und dann den da und dann hier den. Ist das hier der Baum, den ich gepflanzt habe? Lol, der sieht richtig merkwürdig aus. Ist es der Baum? Ich weiß es nicht, Leute. Ist es hier? Ich habe den doch hier gepflanzt und dann da vorne auch nochmal hier, ne? Ich glaube, das sind sogar die Bäume hier. Oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh. Was ist denn das hier für ein Baum? Der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Egal. Okay, gucken wir einfach den nächsten Folgen nochmal, wenn da irgendwie die Golden Apple dann irgendwie da dran gewachsen sind oder sowas. Ja, schauen wir einfach mal, ne? Gut, es haben mir auch ganz, ganz viele Leute in der letzten Folge in die Kommentare geschrieben, yo Lars, weißt du eigentlich, dass du hier unten eigentlich sterben solltest und dass es hier eigentlich Fake-Wasser war und dass du eigentlich da verbrennen solltest, weil Fake-Wasser, Leute, es gibt nämlich so Wasser, das sieht aus wie Wasser, aber in Wirklichkeit ist es Lava, ja, und da bin ich dann da irgendwie drauf rumgeklettert und sowas, aber mir ist irgendwie absolut nichts passiert, ich weiß nicht, woran es liegt. Es meinten einige Leute, yo, vielleicht liegt es an deiner Dragon-Rüstung, aber so stark ist die Dragon-Rüstung nicht, dass ich keinen Feuerschaden bekomme, Leute. Ja, also keine Ahnung, was da genau passiert ist, ob das jetzt irgendwie verwechselt wurde, ob das jetzt wirklich irgendwie jetzt gar kein Fake-Wasser war, sondern es war halt wirklich einfach nur Wasser oder so. Kann natürlich auch sein, dass sich da jemand ein bisschen dummbatzig angestellt hat und hat dann halt einfach statt dem Feuerwasser einfach nur Wasserwasser dahingestellt oder so, ne? Kann natürlich mal passieren, Leute. Wäre wirklich sehr, sehr witzig, wenn es so passiert wäre, aber okay. So, jetzt können wir mal kurz anschauen, was wir denn noch so für Quests hier heute machen können, meine Damen und Herren. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Quest jetzt hier machbar ist. Schauen wir einfach mal kurzerhand rein hier. Zack, zack, zack. Mittelalter 3, schauen wir mal hier rein. Crafte dir ein Bestiary, errichte einen Tempel, der dich als König verehrt. Das könnte man eigentlich theoretischerweise hier machen. Errichte einen Tempel, der dich als König verehrt. Das wäre eine ganz, ganz interessante Idee. Aber errichte einen Tempel, das ist, glaube ich, dann ein bisschen größerer. Ich habe aber schon eine Idee eigentlich, wie wir so einen Tempel machen könnten in der Art. Suche Shrub Ores in Höhlen und pflanze sie an. Shrub Ores habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das können wir auch in der nächsten Zeit mal machen, aber da müssen wir halt eventuell auf Erkundungstour gehen. Oder sowas in der Art, besiege einen Water Guardian. Das können wir eigentlich auch in der nächsten Zeit machen. Das können wir, glaube ich, nächste Folge sogar machen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, Water Guardian. Aber ich glaube, der braucht ein bestimmtes Ritual, damit er gespawnt wird. Besitze 30 Chunks. Leute, da müsst ihr mir mal ein bisschen helfen. Und rechnet mir mal hoch, wie viele Chunks ich hier
insgesamt mittlerweile habe. Da könnt ihr mir dann ein bisschen weiterhelfen. Dann können wir vielleicht auch in der nächsten Zeit diese Quest hier machen mit den 30 Chunks. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie viele Punkte ich denn insgesamt habe von den ganzen Quests, die ich mittlerweile habe. Oder die ich hier mittlerweile gedingst habe, hier so, ne, die ich hier mittlerweile erledigt habe und sonstiges. Schreibt mir mal einfach in die Kommentare, wie viele Punkte ich dann damit claimen darf. So, erbaue eine Haustierstatue im Zentrum, könnte man eigentlich machen, ja. Das könnte man eigentlich auch machen. Das hier könnte man machen und den errichte einen Tempel, der dich als König fährt, erbaue dir eine Haustierstatue im Zentrum, das könnte man beides eigentlich machen. Dann nimm mal mit dem zweiten Event teil, das können wir halt alles erst in der nächsten Zeit machen. Lass dein Haustier ein anderes killen, das geht ja jetzt gerade schlecht, weil Paul nämlich nicht da ist. Besiege den Wither, soll ich das einfach machen, Leute? Besiege den Wither, ich glaube aber nie. Da warte ich lieber, bis Paul wieder zurückkommt oder keine Ahnung was in der Art, sowas. Troll zu zweit, den dritten Mitspieler, das ist halt schon ein bisschen schwerer, weil Roman und Flo haben mich ja mittlerweile schon getrollt, das war ja damals mit der Insel, was da passiert ist oder so. Jetzt muss ich halt mal irgendwas überlegen, wie ich die beiden anderen wieder zurücktrollen kann oder so. Na, da muss ich halt mal gucken, ob ich mit Roman eine Folge mache oder mit Flo. Ich weiß es nämlich noch nicht. Mal schauen. So, mach einer Mitspieler weiß, dass der Troll von einem anderen ist. Ich glaube, das ist nämlich auch das hier gewesen, was hier nämlich vorgefallen ist. Ich glaube nämlich, dass Flo mich hier verbrennen wollte, aber er hat dann hingeschrieben, yo, komm mal lieber in die Stadt, du liebe Gurke. Oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er da auf das Schild geschrieben hatte. Also ich glaube, da hat Flo mir versucht weiszumachen, dass Roman mir angeblich diesen Feuerwasser-Troll da versucht hat hinzustellen oder sowas. Er hat also, lieber Flo, falls du das sehen solltest, ja, da hast du Pech gehabt. Ich bin nämlich nicht drauf reingefallen. Ja, ich bin nämlich nicht drauf reingefallen. Okay, ich bin schon drauf reingefallen, aber irgendwie bin ich nicht verbrannt. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Aber ja, wie dem auch sei, schauen wir jetzt nochmal kurz ins Questbook. Ich glaube, wir machen nämlich dann einfach mal ganz klassisch die Quest, Moment hier so, wir machen da glaube ich einfach ganz cool die Quest-Dingens hier, wir bauen einfach in der Stadt eine Haustierstatue im Zentrum, ich meine, wir haben ja hier vorne schon uns diese eine Statue hier hingebaut, Leute, da können wir eigentlich theoretischerweise nochmal sowas, aber vielleicht ein bisschen kleiner nochmal vorne in der Stadt irgendwie hinbauen oder so, ne, das ist glaube ich gar kein so großes Ding. So, schauen wir mal, wie es bei uns zu Hause aussieht, ob da sich irgendwas verändert hat, ob da irgendjemand was gemacht hat oder sonstiges. Ne, sieht jetzt nicht unbedingt danach aus, hier ist glaube ich alles in senkrechter Ordnung, ist Paul vielleicht wieder zu Hause oder so, ich schau mal gerade nach, ob er irgendwie wieder im Haus ist oder ob er irgendwie ein Lebenszeichen hinterlassen hat. Nein. Schade. Schade, schade, schade. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal kurzerhand in die Stadt und bauen dann die Statue. So, wo können wir unsere Statue hinbauen? Ich wäre dafür, dass wir die irgendwie so richtig offensichtlich irgendwo hinklatschen. Hier hinten irgendwie am Brunnen oder sowas in der Art. Oh, ich weiß nicht, Leute, ich weiß es nicht. Das hier wäre, glaube ich, schon eine ganz interessante Idee, hier das so hinzusetzen oder hier vorne. Oder vielleicht neben unseren Kopf, auf unseren Kopf drauf, ich weiß es nicht. Wir werden jetzt auch nicht so riesen, gigantisch groß machen oder so. Ich weiß ja nicht, wie groß die anderen machen wollen, aber ich will jetzt auch nicht so mega gigantisch groß machen. So, steht da irgendwie die Größe, die wir machen sollen oder so. Moment. Erbaue eine Haustierstatue im Zentrum. Nee, ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie großartig riesig gemacht. Ah, Alter! Diese Slime-Dinger, die nerven ja so mega, ey. Blödes drittes Zeitalter. Lasst mich in Ruhe, ihr dummen riesen Slime-Blöcke hier. Mann, sind das viele und warum sterbt ihr nicht? Okay, jetzt haben wir die besiegt. Ja, wir haben bis jetzt immer noch keinen richtigen Platz gefunden, wo wir die dann halt platzieren können, Leute. Die Riesenstatue. Ich glaube, wir machen das einfach dahin einfach so, ne? Das geht auch bei uns in die Richtung. Damit stören wir dann auch keinen oder sowas. Komm, ich glaube, wir bauen die einfach mal so an den Rand hier. Mann, sind das viele Slimeblöcke. Alter, geh weg, lass mich in Ruhe. Ja, ich glaube, wir machen die einfach hier neben so an der Seite hin. Da müssen wir jetzt auch nicht großartig nochmal irgendwie den Berg da wegmachen oder sonstiges. Vielleicht die paar Bäume, die hier sind oder so. Das ist jetzt aber auch nicht so das große Thema. Ich glaube, wir bauen die einfach hier hin. Ja, ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Da bauen wir die hier hin. Leute, es haben mich ganz, ganz viele Leute gefragt. Yo, Lars, wie sieht denn das aus mit dem 12-Stunden-Livestream? Wann fängst du damit an? Wann wird das gemacht? Wie sieht das Ganze aus, Lars? Wir wollen da auf dem Laufenden bleiben. Ja, an jeden, der den 12-Stunden-Livestream sehen möchte, Leute, ihr müsst hier von dem Kanal Abonnent sein und die Glocke aktiviert haben. Da seht ihr dann schon eigentlich so ziemlich alle Informationen und sonstiges. Ja, oder ihr seht dann auch, falls der Stream startet, ihr habt die ganzen Informationen nicht mitbekommen. Also, Leute, seid einfach Abonnent von dem Kanal. Für die Leute, die den 12-Stunden-Stream gerne sehen wollen. Ich werde da auf jeden Fall viel mit Zuschauern zusammenspielen. Werde alle möglichen Spiele, die ich auf dem PC habe, werde ich zocken. Ich werde mir dann auch wahrscheinlich, wenn ihr sagt, yo, das und das Spiel ist ganz cool, da werde ich mir auch noch das und das Spiel dann eventuell dazu holen. Also Leute, es wird auf jeden Fall mega, mega krass und ich hoffe mal, dass ich das auch so, Alter, diese Slime-Blöcke nerven so mega. Ja, wie gesagt, einfach Abonnent hier sein von dem Kanal, Leute, und die Glocke aktiviert haben, dann wisst ihr eigentlich schon so ziemlich Bescheid, falls das Ganze hier losgeht und ich werde dann noch ein paar Informationen da für euch herausgeben. Wir werden eine ganz schöne Menge zocken und ich glaube, Roman und
Flo werden auch viel, viel dabei sein und sowas, werden mit mir auch ganz, ganz viel spielen. Ich glaube, wir werden auch viel Gangbeast spielen, viel Move or Die, also so auch ganz, ganz viel mit Zuschauern und sowas. Ich werde dann euch sagen, auf welchem Teamspeak ihr mich antreffen könnt und sowas, dann können wir alle zusammen mal ein bisschen zocken. Natürlich nur, wenn ihr euch benehmen könnt und so, ne, weil das ist natürlich immer nicht gesagt. Es gibt den einen oder anderen, der sich dann meistens nicht zusammenreißen kann und dann irgendeinen Quatsch redet oder, keine Ahnung, irgendwie sowas halt macht, Leute. Also ich bitte euch, benehmt euch, dann dürft ihr auch mit zusammen mit mir im Stream sein, in einem 12-Stunden-Livestream. Und ich hoffe mal, dass ich das auch hinbekomme, Leute, und nicht irgendwie mittendrin einschlafe oder sowas. Das wäre natürlich auch ein bisschen doof, wenn ich dann einfach so mittendrin im Video oder im Stream einfach einpenne oder so. Natürlich, das wäre ein bisschen doof. Aber ich denke mal, ich werde das so machen, dass ich von 12 Uhr mittags, also 12 Uhr halt, ne, bis 12 Uhr abends oder beziehungsweise 12 Uhr nachts dann streamen werde. Ja, wenn das Ganze halt so hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Das wird aber, glaube ich, ganz gut hinhauen, wenn ich das hier. Man braucht halt eine Menge Kaffee, glaube ich. Eine Menge Kaffee, Energy Drinks. Nein, Spaß, Leute. Ich werde das, glaube ich, alles auch ohne schaffen können oder so, ne? Ja, ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben, wenn ihr hier jede Folge Minecraft Dragon, Minecraft Zukunft oder sonstiges schaut. Da werdet ihr auf jeden Fall hier komplett auf dem Laufenden bleiben, Leute. Und dann werdet ihr wissen, wann dieser 12-Stunden-Livestream denn startet. So, ich werde jetzt hier gucken, dass ich irgendwie diesen Boden hier mal zubaue, weil das ist irgendwie ein bisschen doof, weil da kann ich ja nichts hier drauf bauen, wenn hier so ein riesen Loch nach unten da geht oder sowas. Na, deswegen werde ich jetzt einfach mal kurzhand hier mit der Axt genau lassen. Wir werden hier mit der Schaufel erstmal den ganzen Dirt hier wegmachen und werden dann mal kurzhand diesen Boden hier füllen, Leute. Denn ich versuche jetzt hier mal eine riesen Statue zu bauen. Ich bin sogar der Erste, der dann hier die Statue in der Stadt aufbaut. Und da werde ich dann, glaube ich, auch nochmal kurzhand so ein Schild drauf machen. Irgendwie so, wo ich dann schreibe, so, Paul, bitte komm nach Hause oder irgendwie sowas. Oder hat jemand Paul gesehen? Hat jemand diesen Besen gesehen oder sowas? Ja, da werde ich dann einfach nochmal kurzhand da draufschreiben oder so. So, wir haben jetzt, glaube ich, auch hier schon genug. Ich glaube, wir können jetzt sogar schon richtig damit anfangen, hier das Ding zu bauen. So, los geht's. Also, Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Bauen der Statue. So, und es werden sich jetzt bestimmt einige Leute fragen, so, yo, Lars, du hast einen klitzekleinen Fehler gemacht, denn das eine Auge ist ein bisschen größer als das andere, denn, nein, Leute, ich habe keinen Fehler gemacht. Das Ganze ist nämlich schon ganz gewollt, so, Leute, weil ihr wisst ja, Paul ist ein verrückter Besen und deswegen ist so, das sieht für mich irgendwie so mega verrückt aus, wenn so ein Auge kleiner ist als das andere. Das ist so ein, ja, ich bin Paul der Besen, ich bin verrückt, ja, auf jeden Fall, deswegen habe ich das eine Auge kleiner gemacht als das andere und ich finde, so hat das irgendwie nochmal ein bisschen mehr Stil. So gefällt mir das auch irgendwie ein bisschen besser. Nein, was meint ihr, Leute? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, wie ihr die Statue findet. Ich finde die auf jeden Fall mega, mega cool. Hab mir jetzt nochmal so zwei Schilder hinplatziert mit, hat jemand diesen Besen gesehen? Bitte melden unter www.youtube.com/Lars oder so. Also falls jemand, der hier auf dem Server spielt, irgendwie mal den Besen sehen sollte oder sowas, kann sich dann gerne bei mir melden, Leute. Oder falls ihr irgendwie eine Idee habt, wo Paul sein könnte, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Wie dem auch sei, ich hoffe mal, die Folge hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall hat das Ganze hier sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Bauen hier mit dem Besen und sowas. Das war halt mega, mega cool. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge von Minecraft Dragon. Jetzt am Mittwoch kommt die nächste Folge und ich würde mal sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao, Leute.